Ja, schönen guten Morgen erstmal allerseits. Schön, dass sich doch relativ viele Leute so früh hier eingefunden haben, also für Kongressverhältnisse früh. Kleine Sache vorweg vielleicht, kleine Rückfrage. Wer war denn hier bei Jeremy Zimmermann bei dem Vortrag zum Thema Netzneutralität? Okay, das ist ganz gut für uns zu wissen, einfach so von dem, wo wir durchhetzen können und wo wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit uns lassen sollten. Gut, ziehen wir los? Ja, ziehen wir los. Ja, wir haben zum Glück vor dem Kongress unsere Folien vorbereitet, so sind die ein bisschen strukturierter. Wir sind auch eben erst aufgestanden, deswegen sind wir vielleicht noch nicht so ganz so fit und eloquent, wie wir es in 3 Stunden sein würden. Aber damit müsst ihr jetzt leben. Genau, wir müssen jetzt auch nicht lauter sprechen, weil in der letzten Reihe hört ihr uns. Super, dann können wir ja starten. Die frühe Situation im Netz war, dass es eigentlich immer Netzneutralität gab. Die Idee, dass halt Netze sich zusammen vernetzen, zusammen ein großes Netz ergeben, das war eigentlich immer schon eingebaut. Vor 25 oder 30 Jahren gab es das End-to-End-Prinzip, ich glaube von 1974, von David Reed geschaffen, der halt auch als quasi so eine der Kerntheorien definierte, dass man halt in die Netze hinein keine Intelligenz baut, sondern an die Rechner an den Enden sozusagen die Intelligenz reinpackt und diese Netze dazwischen eigentlich nur Daten übermitteln, dafür da sind. Also insofern, wir hatten immer Netzneutralität, deswegen war das nie ein großes Thema. Warum es ein großes Thema auf einmal wird, erklären wir noch später. Aber früher oder sagen wir mal bis vor wenigen Jahren hatten halt Netzbetreiber in der Regel keinen Einfluss auf Anwendungen und Inhalte. Man konnte eigentlich alles im Netz machen, sofern man die Bandbreite hatte, sofern man Server hatte und so weiter. Netzbetreiber konnten auch nicht in Pakete reinschauen. Das ist ja vergleichbar mit der Deutschen Post oder der Deutschen Telekom. Na gut, die Telekom konnte wahrscheinlich ein bisschen einfacher in unsere Gespräche reinhören, aber die Deutsche Post hat in der Regel auch nicht in unsere Pakete reingeschaut. Ausnahmen bestätigen wieder die Regel. Sehr schönes Beispiel, also der Unterschied ein Netz, also die Post als neutrales Netzwerk, also die Deutsche Post im Westen und die Ostdeutsche Post als nicht ganz so neutrales Netzwerk, die etwas häufiger in die Pakete reingeschaut hat und sich schon überlegt hat, wem was zugestellt werden darf. Also natürlich nicht die Post selber dann, sondern dann entsprechende Mitarbeiter des MFS. Aber gut, das ist, glaube ich, recht anschaulich einfach. Ja, auf jeden Fall hatten wir die Situation, dass Nutzer, also wir, andere Menschen auch, frei entscheiden konnten, was man mit dem Netz anstellen kann. Und das war eigentlich so die große Basis für all die Innovationen, die wir in den letzten 15, 20, 25 Jahren im Netz erlebt haben, weil man konnte damit machen, was man will. Und 15-Jährige konnten anfangen, irgendwie die Firmen von morgen zu gründen, die halt dann ja traditionelle Industrien überrennen. Genauso wie andere Leute konnten die Wikipedia gründen oder Open-Source-Projekte oder sonst irgendwie. Alle waren eigentlich gleichberechtigt oder hatten dieselben Zugangschancen, sofern man einen Server hatte. Heute ist das anders. Also einerseits haben immer mehr Netzbetreiber Technologien, um in den Datenverkehr reinzuschauen. Die Packet Inspection ist da so die gängigste Technologie, die gerade gerne überall verbaut wird. Cisco ist da wahrscheinlich so die bekannteste Firma, die allen Netzbetreibern gerne ihre Devices verkaufen möchte, von China bis nach Deutschland. Und dann zeigt halt Cisco und auch die anderen Anbieter zeigen immer ganz gern die Möglichkeiten und Anwendungen, die man damit machen kann. Also in China wird dann wahrscheinlich ein bisschen mehr auf Netzzensur hingewiesen. In Deutschland ist es dann alles so Traffic Management und andere Dinge. Aber im Endeffekt mit denselben Geräten, mit denen man halt in China irgendwie die Netzzensur betreiben kann und theoretisch auch in Deutschland betreiben könnte, kann man auch in Deutschland die Netzneutralität verletzen. Das Kernanliegen der Netzneutralitätsdebatte, die halt als Debatte noch nicht so alt ist, weil Netzneutralität war eigentlich immer da, war eigentlich immer gewährleistet und erst seitdem sie in Gefahr ist, ist da eine Debatte entstanden, vor allen Dingen in den USA, in Deutschland noch so gut wie nicht, deswegen sind wir auch hier, um darauf hinzuweisen. Also das Kernanliegen ist, sollten Netzbetreiber die Möglichkeiten haben, Technologien wie Deep Packet Inspection zu verwenden und wenn ja, zu welchen Regeln und wie stellen wir diese Regeln auf? Oder sollten Nutzer bestimmen, wie sie das Netz nutzen? Also ehrlich gesagt, ich finde die Variante 2 am sympathischsten. Wahrscheinlich kann man nicht drum herum, irgendwie Variante 1 nochmal irgendwie gesellschaftlich zu diskutieren. Auf jeden Fall ist es halt eine wichtige Frage, brauchen wir Regeln, um Netzbetreibern zum Beispiel zu verbieten, unsere Anwendungen und Services zu blockieren
oder auszuschließen oder brauchen wir diese Regel nicht? Wer dafür und dagegen ist, werden wir später erklären. Man kann sich denken, dass wir eher dafür sind, solche Regeln zu schaffen. Deswegen haben wir auch den Titel so genannt, aber dazu später mehr. Warum wird halt Netzneutralität verletzt? Also vor allen Dingen gibt es halt drei Gründe für Netzbetreiber, Netzneutralität zu verletzen, die Prinzipien zu verletzen. Also erstmal, man kann mehr Geld verdienen, wenn man Netzneutralität verletzt. Das ist wahrscheinlich immer so das Kernanliegen, außer in China und in Saudi-Arabien, Tunesien und so weiter. Da ist nämlich das Kernanliegen vor allen Dingen Nummer zwei, man kann unerwünschte Inhalte ausschließen. Da haben wir gleich noch eine ganze Menge Beispiele, was das so alles sein könnte. Naja, und dann gibt es noch Nummer drei, das ist wahrscheinlich auch noch sehr gängig. Man kann die Netzneutralität verletzen, um ja, Anwendungen auszuschließen oder zu blocken. Oder, naja, man sagt das dann immer, um die eigenen Netze besser zu managen. Netzwerkmanagement ist da. Die große These kann man fast jeden Politiker mit beeindrucken, weil die in der Regel von Netzwerkmanagement keine Ahnung haben und immer glauben, klingt gut, klingt logisch, dafür, das sollten sie machen dürfen. Und jetzt kommen halt mal einige Beispiele. Skype kennt wahrscheinlich jeder, ist das plastischste Beispiel in Deutschland, wo Netzneutralität einfach verletzt wird. In der Regel habt ihr bei bei Handys und UMTS auf den Handys keine Möglichkeit, Skype zu nutzen. Dasselbe gilt für BitTorrent in der Regel, selbst Jabber macht Probleme und die werden alle ausgeschlossen. Bei Skype ist es am offensichtlichsten, weil wenn ich bei O2 oder Vodafone oder T-Mobile oder E-Plus oder mehr gibt es wahrscheinlich eh nicht, mir einen Vertrag hole, dann haben die eigentlich Interesse daran, dass ich darüber telefoniere. Naja gut, also wollen wir korrekt bleiben an der Stelle. O2 ist da jetzt gerade die Ausnahme. Okay. Die machen nämlich inzwischen extra Werbung damit, dass man dort auch Skype benutzen dürfte. Während bei den anderen das tatsächlich so ist, also den Großteil ihres Geldes verdienen die Telekommunikationsunternehmen im Mobilfunk nach wie vor über Sprachtelefonie. Das ist jetzt ein bisschen am Switchen, ist klar, weil natürlich wesentlich mehr jetzt über mobile Datentarife auch funktioniert. Allerdings, der Großteil der Menschen verschickt SMS, der Großteil der Menschen telefoniert mit seinen Handys. Die spannende Frage ist, wann ist eigentlich so dieses ganze IP-Gedöns auf dem gleichen Einkommenslevel für die Telcos? Sodass man sagen kann, okay, eigentlich interessiert uns das überhaupt nicht mehr, auf welchen Weg ich das nutze. Genau. Aber das ist einfach nicht mehr das spannendste Beispiel. Es gibt viele andere spannende Sachen in den USA. Das war gerade hier in den Medien, hat der Netzbetreiber Comcast 2007 BitTorrent geblockt. Er hatte verschiedene Vorteile für Comcast. Erstmal haben die Leute weniger Traffic verursacht, indem sie über Pirate Bay irgendwelche Sachen runtergeladen haben. Man hat Geld gespart. Und man hatte noch zufällig eine eigene Video-on-Demand-Plattform und die konnte man besser promoten, indem man halt Konkurrenz quasi ausschließt. Und BitTorrent und die dazugehörigen Seiten, die gerne auf Torrents verweisen, bieten halt eine meistens bessere Alternative als die gewöhnlichen Video-on-Demand-Services. Jetzt gibt es eine Sammelklage in den USA gegen Comcast, weil die Regulierungsbehörde FCC gesagt hat, das geht nicht. Das Dumme ist, man kann höchstens $16 zurückbekommen. Das Gute ist, mehr als 1 Million Leute können gleichzeitig klagen. Also mal gucken, was dabei rauskommt, aber mehr als 16 Millionen würde es leider Comcast nicht kosten, Netzneutralität hier verletzt zu haben. Auf jeden Fall ist halt klar, zumindest in den USA, BitTorrent sollte man nicht blocken, das kostet Geld. Dann haben wir eine ganze Menge interessante Beispiele, wie zum Beispiel dieses. In Kanada gibt es den Netzbetreiber Telus. Dieser befand sich in einem kleinen Arbeitskampf mit seinen Mitarbeitern und dann haben sie doch einfach mal eine kritische Webseite von Gewerkschaftlern rund um diesen Arbeitskampf geblockt. Das hat, glaube ich, 2004 stattgefunden, hat dann auch eine ganze Menge Aufregung gegeben, mussten es zurücknehmen. Im Endeffekt haben sie durch die Blockung mehr Aufmerksamkeit oder mehr mediale Aufmerksamkeit darauf gelenkt, als ihnen lieb war. Verizon, einer der größten Netzbetreiber in den USA, gibt sich Inhalterichtlinien. Also das ist ein Trend in den USA, den wir wahrscheinlich in Deutschland auch sehen werden. Ein Provider gibt sich Richtlinien, ethische Richtlinien, Inhalterichtlinien und so weiter.
Und damit sind sie dann der Meinung, können sie bestimmen, welche Services angeboten werden dürfen und welche nicht. In den USA wollten Abtreibungsaktivisten, also Befürworter, in den USA ist das ja sehr heikel diskutiert, eine SMS-Mailingliste beantragen und es wurde abgelehnt mit der Begründung, naja, ist ein heikles Thema. Und dann könnte Barry Jones sich ja unbeliebt machen bei Abtreibungsgegnern. Das kam dann auch auf das Titelbild der New York Times und dann wurde die Mailingliste eingerichtet. Ein anderes Teil ist eigentlich das schönste Beispiel, so AT&T hat in den USA Pearl Jam gestreamt. Also Pearl Jam ist als Band hingegangen, hat gesagt, hey, wir wollen unser Konzert übertragen, direkt im Netz, die ganzen Fans können live dabei sein. Und ja, AT&T hat auch ein paar Inhalte-Richtlinien und dann hat dann Eddie Vedder, der Sänger von Pearl Jam, mittendrin mal Fuck George Bush und so weiter gesagt und das ist dann zufälligerweise rausgeschnitten worden. Und das haben halt die Leute draußen nicht gesehen, was halt so quasi live im Saal erzählt wurde. Das fand natürlich Pearl Jam genauso uncool wie die ganzen Fans. Wurde aber argumentiert, dass man halt Kinder vor schlechter Sprache, also schlimmer Sprache, schützen müsste. Also AT&T ist sozusagen, hat eingegriffen in diesen Stream, den eigentlich die Band Pearl Jam für ihre Fans angeboten hatte. Genau wie wir jetzt so einen Livestream hier machen. Und wenn ich Fuck George Bush sage... Dann ist das in den USA gerade leider nicht zu hören. Genau. Also das ist ein recht schönes Beispiel, einfach aus vielen Gründen. Denn es ist zum einen ist es eine Inhaltskontrolle und zum anderen, also wer war hier schon mal in den USA und hat da ein bisschen Fernsehen geguckt? Erinnert das an irgendwas? Also genau das ist eigentlich so schon einer dieser Kernpunkte. Es geht ein bisschen um die Frage, geht es noch um Internet oder sind wir schon wieder beim Fernsehen angekommen? Und vor allem dann beim US-Fernsehen in dem Fall. Ja, anderes Beispiel. Es fällt uns immer ein bisschen schwer, Beispiele aus Deutschland zu bringen, aber wir haben genug gefunden, zumindest eine Handvoll. Freenet AG hat dasselbe gemacht wie Telus. Es gab mal auch 2004 einige Probleme um das Geschäftsgebaren der Firma Freenet, was im Internet überall aufpoppte. Eine ganze Menge Leute fühlten sich ein bisschen verarscht von dem Anbieter und haben die Kritik geübt auf eigenen Webseiten und die wurden auch geblockt, also gesperrt von Freenet. Ja, eine andere Frage, das auch noch ein bisschen kontrovers ist, ob es die Netzneutralität verletzt. Was ist so mit Apple Stores? Was ist so mit den Stores der anderen Anbieter, wenn die auf einmal anfangen, aus politischen Gründen bestimmte Applikationen nicht zuzulassen? Also da haben wir wieder so die Sache wie mit Verizon und Abtreibungsaktivisten. Was ist, wenn jetzt jemand so eine Abtreibungsapplikation zum Management einer Abtreibung bei Apple reintut? Wird garantiert abgelehnt, wäre aber mal eine spannende Frage. Vielleicht nicht das optimale Thema, um das durchzufechten, aber man kann sich halt vorstellen, was das bedeutet. Also es gibt noch wesentlich mehr solche Dinge. Allerdings muss man ganz klar sagen an der Stelle, also da haben wir auch vorher lange darüber diskutiert, ob das jetzt tatsächlich was mit Netzneutralität zu tun hat oder nicht, weil es ja eigentlich nicht mehr in dem Sinne im eigentlichen Netz stattfindet, sondern schon wieder auf einer Plattform, die für das Angebot im Netz verantwortlich ist. Und das ist jetzt auch etwas, was wir einfach auch mit zur Debatte stellen wollen, sozusagen, wie ihr das seht, ob ihr das jetzt als Teil davon seht oder ob ihr es nur als Teil des Problems seht oder wie das eigentlich zu definieren ist aus eurer Sicht. Ja. Bekannteste Verletzung der Netzneutralität ist zum Glück noch nicht in Kraft getreten, wird vielleicht auch in absehbarer Zeit nicht in Kraft treten, aber die Pläne der Bundesregierung zusammen mit den 7 Zensurprovidern, die Zensursula-Infrastruktur in Deutschland aufzubauen, um ja kinderpornografische Inhalte zu blocken oder bloggen, wie Frau von der Leyen das im Radio erzählt. Wird auch in anderen Ländern gerne genutzt, um Meinungsfreiheit zu unterdrücken. Also China, Tunesien, Saudi-Arabien habe ich eben schon aufgezählt. Da gibt es noch eine Reihe weitere Länder. Ja, das waren mal ein paar Beispiele. Jetzt gehen wir mal in die weitere Sache. Warum machen die das? Achso, nee, das ist noch ein weiteres Beispiel. Hier fehlt nur das Foto. Was noch gerne gemacht wird, was aber auch die Frage ist, inwiefern verletzt es Netzneutralität? Meine Meinung ist ganz klar, es wird verletzt, wenn Anbieter anfangen, zum Beispiel BitTorrent zu drosseln. Ich kaufe eine Flatrate, ich möchte da auch gerne die mir im Optimalfall vertraglich zugesicherte Datenrate haben und ich möchte nicht, dass mein Netzwerkanbieter sagt, so nur wenn ich mir
die neuesten Linux-Distributionen runterlade, dass man die jetzt drosselt, weil ich könnte ja auch irgendwie die neuesten Kinofilme runterladen. In den USA hat das halt Comcast gemacht, ist ein bisschen auf die Schnauze gefallen, aber in vielen anderen Ländern probieren Provider damit rum. Und auch in Deutschland gibt es immer wieder Gerüchte, die aber von den Providern nicht bestätigt werden, dass halt auch zu bestimmten Lastzeiten einfach mal diese Sachen gedrosselt werden. In den Großbritannien haben wir dann einen sehr spannenden Fall, und zwar gibt es dort den BBC iPlayer. Also die BBC darf da viel mehr machen als in Deutschland Tagesschau und ARD und ZDF. Ich wäre froh, wenn ARD und ZDF im Netz so viel machen dürften wie die BBC, weil dann würden wir was zurückbekommen für unser Geld, was wir denen immer zahlen müssen. Auf jeden Fall haben die einen iPlayer, das ist das größte Problem der DRM, aber sonst tolle Idee. Und da, der funktioniert mit BitTorrent. Und da können die Leute sich halt einstellen, in diesem iPlayer, welche Filme und Serien und Sendungen man von der BBC auf den 5 oder keine Ahnung wie viele Kanälen automatisch on demand herunterladen möchte. Und da gibt es immer die Situation, jeden Tag um 17 Uhr kommen die Leute nach Hause von der Arbeit, schalten Computer an und dann fängt der an, irgendwie die ganzen Sachen herunterzuladen. Und das findet vor allen Dingen die britische Telekom nicht so gut, im Vergleich mit der deutschen Telekom. Und die fangen halt an, zwischen 17 und 0 Uhr dort alles zu drosseln. Mit anderen Worten, die Leute kommen nicht mehr an ihre Fernsehprogramme ran, on demand. British Telekom sagt, naja, Netzwerkmanagement, sie haben da so ein Problem, so, wenn das jeder macht, dann sind halt die Leitungen überlastet und die Leute müssen auch immer noch auf Webseiten surfen können und. Aber da fragt man sich, warum investiert British Telekom nicht einfach in neue Netze? Sondern warum machen sie Netzwerkmanagement, sind halt der Meinung, naja, was bleibt halt alles so, wenn es einen offensichtlichen Bedarf und eine Nachfrage ihrer Kunden gibt, sozusagen, dass sie halt das Netz mal richtig so nutzen wollen, wie es uns eigentlich jahrelang versprochen worden ist. Ups, das ist doppelt. So, das ist noch ein Beispiel, ein relativ aktuelles aus Israel. Jonathan Klinger hat, also der ist Anwalt und Blogger und noch so ein bisschen mehr, hat sich da relativ genau angeschaut, was eigentlich so die größten drei israelischen Provider so tun. Also das Logo ist jetzt nur von einem davon. Und bei zwei der drei Provider, also er hat eine relativ nette Studie dazu auch rausgebracht. Link werde ich nachher nochmal kurz twittern. Der hat dabei herausgefunden, dass zwei der drei größten Provider halt BitTorrent auf jeden Fall filtern. Bei dem dritten ist er sich noch nicht so ganz sicher. Ist sehr, sehr ausführlich, sehr, sehr spannend zu sehen. Vielleicht auch als Vorbild, falls einer hier im Raum gerne auch mal so eine Analyse machen möchte. Genau, also es gibt eine sehr gute Software von der IFF. Switzerland heißt die, womit man halt in verschiedenen Netzen analysieren kann, ob da Netzwerkmanagement gemacht wird und ob da Sachen gedrosselt werden. Also iff.org/Switzerland heißt es, glaube ich. Ja, also das sind halt alles nur Sachen, die eigentlich die Spitze des Eisberges betreffen. Wahrscheinlich wird noch viel mehr und viel öfters weltweit irgendwie Netzneutralität verletzt. So. Aber wir stellen uns halt die Frage, was passiert, wenn halt diese Einzelfälle, die halt vor allen Dingen in Deutschland noch als Einzelfälle auftreten, wenn die irgendwann mal ja so oft aufgetreten sind, dass man gar nicht mehr sich darüber aufregen kann, dass es keine mediale Aufmerksamkeit mehr nach sich zieht und die Provider eigentlich machen können, was sie wollen. Und brauchen wir dafür dann nicht irgendwie eigene Regeln, weil viele sind der Meinung, der Markt hat das immer geregelt, der Markt wird das weiterhin regeln. Wir sind da so ein bisschen skeptisch, weil man kann nicht mehr so wirklich von einem freien, offenen Markt reden, wenn es nur noch wenige Player gibt, die immer mehr miteinander verschmelzen. Und auf absehbare Zeit wird es eher weniger Player geben als mehr Player geben, und wir werden vor allen Dingen die Entwicklung auch in Deutschland wahrscheinlich sehen, dass halt Inhalteanbieter zusammen mit ISPs zusammenwachsen. Und dann haben wir ein ziemliches Problem. Ja, es gibt insgesamt drei verschiedene Typen, sozusagen, die Debatte da etwas angeht. Die Nutzer, das sind wir, das sind all die Menschen, die das Internet benutzen. Was bedeutet das für die Benutzer? Wir können das Internet halt so nutzen, wie wir wollen. Wir können entscheiden, welche Services wir einsetzen. Also wir haben die Wahlfreiheit dazu. Keiner kann uns eigentlich vorschreiben, wie wir mit diesem Medium umgehen. Und ich finde das persönlich gesehen toll. Ich glaube, ihr findet das auch alle toll. Aber es gibt halt andere, die finden das nicht so toll.
Dazu gibt es halt mittlerweile auch, auch ältere Leute sind begeistert von den neuen Möglichkeiten, auch wenn sie sie noch nicht so nutzen wie wir. Aber zum Beispiel Video-Skype-Telefonie ist so eine schön plastische Anwendung. Jeder, der mal Großeltern geworden ist oder so, Oma und Opa, und direkt neben seinem Enkel wohnt, wird irgendwann anfangen, Skype-Videotelefonie zu lieben. Weil zum ersten Mal kann man irgendwie niedrigschwellig, auch für Großeltern, quasi so einen Videostream zum Baby aufsetzen. Aber was ist halt mit den Netzbetreibern, die ein Interesse daran haben, ihre eigenen Voice-over-IP-Dienstleistungen zu verkaufen, weil sie gerade so tolle Videoconferencing-Sachen haben. Also das ist halt nur so ein klassisches Beispiel. Gibt es natürlich eine einfache Lösung für. Man könnte zum Beispiel die Videodaten erlauben und die Audiodaten unterdrücken, sodass man dann nur das Video überträgt, aber dann für das Audio telefonieren muss miteinander. Genau, da könnte man noch verschiedenste Services irgendwie drumherum stehen, gar keine Frage. Also nur noch mal ganz kurz zur Klarstellung, haben wir extra noch mal mit draufgepackt. Für uns heißt Internet, dass man alle Dienste, die auf IP in irgendeiner Form basieren, auch nutzen kann. Und genau das ist eigentlich auch so ein bisschen der Punkt. Wird man das auch noch in Zukunft können oder hat man immer nur ein reduziertes Internet, hat man nur ein Teil-Internet? Vielleicht erinnert sich noch jemand dran, es gab mal vor vielen Jahren so einen Provider in Deutschland, der war kostenlos, der hieß GermanyNet. Wer kennt ihn noch? Die hatten so Mailadressen wie 101.95342@germanynet. War das deine Usernummer? Ich hatte mal sowas vor 14 Jahren. Oder ja, genau. Aber auf jeden Fall, das war ganz interessant, denn die hatten damals eigentlich auch schon einen Eingriff in die Netzneutralität vorgenommen, insofern als dass sie damals nur Zugriff auf Webseiten erlaubt haben, solange man nicht bezahlt hat, die innerhalb Deutschlands lagen. Also das war eigentlich ganz spannend. Damals war die ganze Geschichte allerdings einfach über die DE-Domain geregelt. Das war der damalige Versuch, Geolocation durchzuführen. Gut, es gibt eine weitere Gruppe. Also wir haben die Nutzer auf der einen Seite, wir haben aber all die Inhalteanbieter und Anwendungsentwickler. Inhalteanbieter ist ein bisschen schwierig zu definieren. Eigentlich, theoretisch kann das jeder sein. Aber in der Praxis sind es wahrscheinlich auch erst so 20% der Internetnutzer, aber es werden jeden Tag mehr. Also jeder, der einen Blog schreibt, jeder, der Fotos online stellt, ist eigentlich auch schon Inhalteanbieter geworden. Dazu kommen halt die ganzen Anwendungsentwickler, die Open-Source-Software schreiben oder sonstige Software. Und die hatten bisher auch eine tolle Umgebung. Jeder konnte innovativ sein, eigentlich hatten alle dieselben Zugangschancen. Mehr oder weniger. Natürlich spielt Geld immer noch eine Rolle, aber mit einer guten Idee und den richtigen Ressourcen konnte man und kann man immer noch im Netz eine ganze Menge machen. Viele Open-Source-Projekte zeigen. Also das Ganze in einem Satz gefasst ist eigentlich, vor dem Modem sind alle gleich. Ja, also das ist die Ausgangsbasis, auf der wir alle agieren, will heißen, wir sind ein Peer in dem ganzen schönen Netzwerk und können dort alle tun und lassen, was wir wollen. Wenn wir heute eine Firma starten wollen, können wir das machen, indem wir einfach einen Server aufsetzen und dann mit wahrscheinlich zu wenig Bandbreite starten und dann crashen, aber das macht ja nichts. Genau, und bisher brauchen wir uns eigentlich immer nur die Frage stellen, gibt es eine Nachfrage zu dem, was ich mache? Also gibt es irgendwen, den das interessiert? Eine ganze Menge Leute machen trotzdem die Sachen, auch wenn es keinen interessiert. Aber im Großen und Ganzen, wenn man eine Firma gründen möchte, fragt man sich halt, interessiert es, gibt es da einen Markt, gibt es eine Nachfrage? Und in den USA konnte man sehen, wo die Netzneutralitätsdebatte ziemlich hochkochte in den letzten Jahren, dass auf einmal Venture Capitalists anfingen, bei der Geldvergabe danach zu fragen, ist euer Geschäftsmodell denn überhaupt zukunftsfähig? Was ist, wenn die Netzneutralität aufgehoben wird und ihr beschäftigt euch mit irgendein Video-Fu oder irgendwie BitTorrent-Technologien verwendet? Dann gab es auf einmal kein Geld mehr oder die Venture Capitalists waren am Zögern, so, weil was ist, wenn auf einmal die Marktregeln verändert werden, dann ist das ganze investierte Geld weg. Also im Endeffekt war das schon so ein latentes Damoklesschwert, so ähnlich wie Softwarepatente auch mal so ein Damoklesschwert waren, teilweise noch sind, aber das zeigte halt, was kann das auf einmal bedeuten. Natürlich kann es auch sonst bedeuten, man fragt sich nicht mehr, gibt es eine Nachfrage, gibt es einen Markt für mein Produkt? Man fragt einmal, werden das die Netzbetreiber denn erlauben? Muss ich bei der Telekom anrufen und fragen, ob mein neuer Service denn jetzt freigeschaltet wird oder nicht? Also ganz simpel formuliert nochmal, also in dem Moment, wo es keine Netzneutralität gibt, ist sowas wie YouTube schlicht und einfach nicht mehr möglich. Beziehungsweise man müsste sich wahrscheinlich erstmal zusammensetzen mit den ganzen Netzbetreibern und irgendwas ausdealen.
Dann haben wir dann natürlich die dritte Gruppe, also auf der einen Seite die Nutzer, dann die Anwendungsentwickler und Inhalteanbieter und dann haben wir die Netzbetreiber, die man halt sich betrachten muss. Und die finden natürlich Regeln ohne Netzneutralität gut. Sie können selbst bestimmen, sie können irgendwie mit den anderen Playern auf dem Markt irgendwie Sachen abdealen. Größere haben dabei meistens eine bessere Verhandlungsposition als kleinere. Also im Endeffekt eigentlich ganz toll, ne? Aber die Frage ist, aus Sicht der Politik, aus Sicht einer Gesellschaft, ist das toll für alle, wenn die Netzbetreiber sich freuen, weil sie mehr Geld verdienen können und das Netz kontrollieren? Und so weiter. Gut, also die Frage ist so ein bisschen, wo wollen wir jetzt denn damit hin? Also uns ist, glaube ich, allen im Raum klar, dass Netzneutralität durchaus einen sehr großen Stellenwert hat dafür, dass das Netz so funktioniert, wie wir das Netz alle kennengelernt und auch schätzen gelernt haben. Und die Frage ist natürlich, wie entscheidet man dann als Politiker, wenn man denn mit diesem Problem konfrontiert wird? Es gab schon eine ziemlich umfangreiche Debatte rund um Netzneutralität auf europäischer Ebene. Relativ umfangreich heißt... Wir haben wenigstens mal drüber geredet. Genau, danke für die Übersetzung. Auf jeden Fall, es gab eine Debatte darum im Zuge des Telekom-Paketes, das auch viele gute Sachen enthält, aber halt an der Stelle vielleicht auch nicht so ganz perfekt ist. Da ist beschlossen worden, dass Netzneutralität in die Kompetenz der Mitgliedstaaten zu fallen hätte. Das heißt jetzt, dass wir die ganze Debatte jetzt nicht mehr auf europäischer Ebene haben, sondern auf unserer Ebene, auf unserer nationalen Ebene. Und wer auf Bundesebene Internet und Politik verfolgt, der weiß, dass das ein bisschen Arbeit sein wird. Das ist für Politiker auch nicht unbedingt einfach, denn die meisten von denen haben im Zweifel noch nie was auch nur von dem Wort Netzneutralität gehört. Ich gebe zu, es ist auch ein ziemlich blödes Wort, weil es unglaublich sperrig ist. Das ist fast so sperrig wie Vorratsdatenspeicherung. Ist einfach nicht so einfach, damit umzugehen. Es ist auf jeden Fall etwas, was Erklärleistung erfordert. Und wie entscheidet man sich dann als Politiker? Will heißen, man müsste dann erstmal informiert sein. Und wir arbeiten dran. Genau, wir arbeiten daran. Die Frage ist, wie vermittelt man das? Und einer der Hauptwerte, der eigentlich im Netz geschaffen wird, ist das Engagement der Nutzer. Wenn wir alle von Social Web und Social Media und so weiter heutzutage reden, oder es vielleicht auch nur passiv konsumieren, dann ist das natürlich etwas, bei dem eigentlich genau dieses klassische Peer-Prinzip funktioniert. Denn jeder selber trägt was bei und der eine macht hier ein kleines Microblog auf, der andere stellt sich dort einen neuen Identica-Server hin, der nächste... was weiß ich was, was haben wir gerade noch im Angebot, Etherpad oder was auch immer man sich gerade noch so alles Neues einfallen lassen kann. Die Nutzung des Netzes ist dann am wertvollsten für die Gesellschaft, wenn sie gleich, also unter Gleichen stattfinden kann, zumindest von der Grundvoraussetzung. Und genau das ist der Knackpunkt mit der Netzneutralität. Für Anwendungsentwickler und Inhalteanbieter ist es so, dass sie darunter natürlich, also das sind für sie die optimalen Voraussetzungen eigentlich, zumindest für kleinere und mittelständische, sind es die optimalen Voraussetzungen, um tatsächlich im Netz neue Geschäftsmodelle, vielleicht auch neue Anwendungen und so weiter zu promoten, sie umzusetzen und überhaupt möglich zu machen. Anwendungen sind letzten Endes das, was das Netz für die breite Masse, vielleicht nicht nur für diejenigen, die hier sind, relevant macht. Also eben schon kurz erwähnt, so etwas wie YouTube wäre ohne Netzneutralität nicht mehr möglich. Also ich habe die Zahl leider nicht im Kopf, wie viel Prozent des Traffics in Deutschland YouTube momentan verursacht. Also wenn man diese ganzen Zahlen eh zusammenrechnet, wer alles wie viel Traffic verursacht, dann kommt man auf 1000% so. Okay, also auf die Zahlen gehen wir dann also auch mal nicht so viel. Gehen wir mal schnell weiter durch. Also die Netzbetreiber, was ist deren Argumentation? Die Netzbetreiber sagen, naja, gut, das ist aber alles schön und gut, aber das ist ja alles unglaublich teuer. Wenn hier ein Service wie zum Beispiel YouTube hinkommt und einfach mal vielleicht 50% oder ähnliches unseres ganzen Traffics verursacht, vielleicht ist es auch nur BitTorrent, dann kann das ja nicht sein. Das muss man ja in irgendeiner Form unterbinden können, denn also das lastet unser Netz viel zu sehr aus und wir brauchen auch viel mehr Geld, damit das alles verfügbar ist, weil wir müssen Infrastruktur ausbauen. Und da wolltest du, glaube ich, noch mal was zu sagen. Genau, also da gibt es vor allen Dingen, das war der Kern der US-Debatte, während wir in Deutschland eigentlich mehr darüber reden sollten, dürfen Dienste und Anwendungen diskriminiert werden oder nicht, war der Kern der US-Debatte, schafft man einen doppelten Markt. Also bisher hat man eigentlich immer in der Regel auf zwei Seiten abkassiert. Also einerseits, man hat sich einen Server geholt in einem Rechenzentrum und hat dafür Traffic bezahlt und man hat als Nutzer eine Flatrate oder Internetzugang bestellt.
Die beiden haben bezahlt. Jetzt in den USA wollten dann auf einmal die Netzbetreiber oder vor allen Dingen die Telcos hingehen und wollten dann von Anwendungen von Plattformen wie Google oder Facebook oder YouTube und so weiter Geld bekommen, dass die durchgeroutet werden. Also man wollte eigentlich von zu allen Seiten abkassieren mit der Begründung, naja, nutzt ja unsere Leitungen. Das spielt in Deutschland eher weniger eine Rolle, aber ist auch noch Kern der Teil der Netzneutralitätsdebatte. Auf jeden Fall in Deutschland haben wir auf einmal die Situation, sagen wir mal in den USA mal die Situation, da haben sie jetzt Netzneutralitätsregeln. Dort gibt es auch im Rahmen der Konjunkturprogramme, ich glaube, ein paar Milliarden, die für Breitbandausbau ausgegeben werden. Die sind gekoppelt daran, dass die Netzbetreiber Netzneutralität einhalten müssen in den Netzen, die vom Staat quasi subventioniert werden. In Deutschland haben wir die obskure Situation, dass wir knapp 40 Milliarden Steuergelder, also Euro Steuergelder ausgeben, um in den nächsten Jahren Breitbandausbau hier zu finanzieren. Und ja, da gibt es natürlich keinerlei Bedingungen oder sonst wie. Also wir geben unsere Steuergelder an so ein paar Netzbetreiber und die dürfen eigentlich damit dann machen, was sie wollen. Und das ist ein großes Problem. Und vor allen Dingen das Hauptargument von den Netzbetreibern ist immer, sie brauchen ja Gewinne, um Infrastrukturen auszubauen. Aber im Großen und Ganzen bauen wir mit unseren Steuergeldern gerade deren Infrastrukturen ganz gut mit aus. Also insofern könnte das auch durchaus berechtigt sein, dazu fordern, dass man dann auch gewisse Bedingungen daran knüpft. Genau, und insgesamt gesehen, also wenn man halt diese drei Gruppen hat, Nutzer, Anwendungsentwickler, Inhalteanbieter und Netzbetreiber, dann ist es in der Regel für Politiker natürlich immer am logischsten, man kümmert sich um die Netzbetreiber, weil die haben die meisten Lobbyisten, die machen die meisten Partys, die fahren einen zu Cebit und so weiter. Aber im Endeffekt gesehen, wenn man das Ganze politisch entscheidet, wenn man das Ganze gesellschaftlich entscheidet, ist das die unwichtigste und unrelevanteste Gruppe von diesen drei Gruppen, die man in der Diskussion um Netzneutralität beachten sollte. Also ich würde es jetzt nicht ganz so negativ sehen, natürlich. Ich würde es etwas anders sehen. Ich würde einfach nur sagen, die Telekoms haben einfach schon ganz klar gesagt, was sie wollen, während die andere Seite nach wie vor eher still ist. Und das ist natürlich einer der Gründe, warum wir hier sind. Um ein bisschen reinzuspringen in die Übersicht. Also, wer hat eigentlich gerade welche Interessen? Die großen ISPs haben prinzipiell eher ein Interesse daran, Netzneutralität abzuschaffen. Also als wirkliche Neutralität. Warum haben sie das? Naja, in erster Linie sind es solche Dinge wie das Download-Kunden, also Leute, die ihre Flatrate wirklich ausreizen, dass die relativ teuer sind. Viele von denen sind auch in irgendeiner Form mit Inhalteanbietern verbandelt und dann treten solche Effekte ein, wie eben Priorisierung von Traffic, also ist zumindest ein Wunsch von vielen, dass man bestimmte Datenpakete halt schneller durchleitet, priorisiert durchleitet, während man andere dann im Umkehrschluss natürlich logischerweise diskriminiert. Denn wenn ich etwas priorisiere, dann muss ich auch etwas diskriminieren. Es geht gar nicht anders. Einfaches Beispiel dafür, ich habe eine Autobahn und sage, auf der linken Spur dürfen nur noch die Leute fahren, die jetzt, was weiß ich was, die Zusatzplakette XY haben. Das ist schön, dann darf der ganze Rest da nicht mehr fahren und steht im Stau auf den rechten beiden Spuren. So kann man sich ja ganz simpel vorstellen. Kleine ISPs haben eher ein Interesse daran, Netzneutralität zu erhalten, weil sie höchstwahrscheinlich auf Dauer von den größeren abkassiert würden, will heißen, der ganze KMU-Bereich dort ist eigentlich eher wieder auf der Seite Netzneutralität erhalten. Die Rechteverwerter kann man sich schon fast denken. Die Rechteverwerter haben eine relativ klare Interessenlage. Rechteverwerter haben ein Interesse daran, dass alles, was an Inhalten da durchgeht und irgendwelche Rechte tangiert, dass das auch zumindest gefunden wird und die Packet Inspection aus Urheberrechtsgründen und Ähnlichem ist natürlich ein Wunschtraum. Und natürlich das Blocken von bestimmten Webseiten und so weiter. Genau. Die Applikationsanbieter weitgehend, also die Content- und Applikationsanbieter, also jenseits der klassischen großen Medienwirtschaft, sind eher für Netzneutralität erhalten, weil Netzneutralität einen freien Marktzugang gewährleistet, Wettbewerb und Innovation ermöglicht. Da reden wir auch eher wieder von den kleineren, nicht von den großen Organisierten. Ja, die Großen kann ich mir auch vorstellen, die wissen das in der Regel noch nicht. Genau. Beim Jugendschutz ist es natürlich auch eine relativ klare Positionierung, zumindest der Verbände, die sich dazu geäußert haben und der Player, die sich dazu geäußert haben. Also im Namen des Jugendschutzes kann man eine ganze Menge machen, um unter anderem fordern, die Netzneutralität abzuschaffen. Böser Content darf nicht zugänglich sein. Also ein schönes Beispiel ist sozusagen jetzt über den EPA die Altersauthentifizierung zu nehmen und
dass man sich erst an seinem heimischen Rechner mit der Verifikation des elektronischen Personalausweises authentifizieren muss, dass man über 18 ist, und dann darf man auch auf das volle Internet zugreifen. Also beim Jugendschutz kann man aber davon ausgehen, die Hälfte der Leute, die da irgendwas unterschreiben, wissen gar nicht, worum es geht. Und wenn man das denen mal erklärt im Nachhinein, dann kann man da meistens nochmal die Leute von der Unterschrift wieder wegbringen, wenn sie irgendwelche Papiere unterzeichnen, die erstmal gut klingen, wie in der Vergangenheit öfters mal gezeigt. Also da gibt es halt noch eine ganze Menge Überzeugungspotenzial. Das musste halt nur mal jemand machen. Genau. Polizei, Verfassungsschutz, Kriminalämter haben logischerweise eher ein Interesse daran, in die Neutralität des Netzes einzugreifen, also sie faktisch abzuschaffen. Kurzformel dafür ist, das Böse muss man doch irgendwie verschwinden lassen können. Das ist natürlich etwas plakativ, aber faktisch, glaube ich, vollkommen korrekt. Bei den politischen Playern in der Übersicht ist es ein bisschen schwierig. Also FDP, CDU, CSU halten Netzneutralität für eine Frage des Wettbewerbs. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Bei der SPD ist mir eine einheitliche Positionierung bislang nicht bekannt. Möge mich korrigieren. Es gibt zwar einen Beschluss vom Bundesparteitag aus dem Oktober, aber andererseits, man weiß bei der SPD nie, was jetzt diese Woche gerade die Position ist. Und wenn man das Ganze vergleicht, was sie hier quasi auf Bundesebene machen und wie sie im Rahmen des Telekom-Paketes im EU-Parlament agiert haben, dann haben sie im Telekom-Paket in der zweiten Lesung in der Regel ein ganz schlechtes Abstimmungsverhalten gehabt. Und das klingt dann immer ein bisschen unglaubwürdig, wenn jetzt bestimmte Europaparlamentarier anfangen, die Fahne der Netzneutralität zu schwingen, die vor einem halben Jahr quasi die totale Aufweichung von Netzneutralität abgestimmt haben. Aber das ist jetzt auch so ein klassischer Fall, da kommt es immer darauf an, mit wem spricht man. Wenn ich jetzt mit jemandem, mit einem Wirtschaftspolitiker spreche, werde ich im Zweifel wahrscheinlich eher die Meinung, die beispielsweise der Deutschen Telekom gefallen würde, hören. Wenn ich jetzt mit jemandem aus einem anderen Bereich spreche, kann das natürlich anders aussehen. Das ist allerdings quer durch die Parteien eigentlich immer so. Es ist immer nur die Frage, welche Position setzt sich dann letzten Endes durch. Grüne, Linke und andere Piraten eher tendenziell Netzneutralität erhalten, sehen Regelungsbedarf, kann man glaube ich auch so sagen. Also bei den Piraten bin ich mir nicht sicher, ob sie sich irgendwie mal zum Thema Regelungsbedarf geäußert haben. Bei Grünen und Linken weiß ich es. Ministerien und Behörden, darf man nicht unterschätzen, sind auch immer wichtige Player in solchen Prozessen. Das Bundesministerium des Innern kann man glaube ich mit gutem Grund annehmen, dass es kein großer Freund der Netzneutralität ist. Beim Bundesministerium für Wirtschaft, da ist auch relativ klar die Positionierung, dass es eine Frage des Wettbewerbs ist und dass der Wettbewerb das schon regeln wird. Bundesministerium Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz ist uns leider nicht bekannt. Bundesnetzagentur hat sich geäußert schon, hat sich sehr von diesen FCC-Ideen begeistert gezeigt und ist eigentlich dafür, Netzneutralität festzuschreiben und fordern eine Diskussion in Deutschland dazu. Und da möchte ich natürlich auch darauf hinweisen, dass da alle im Raum hier auch herzlich eingeladen sind, auch mit der Bundesnetzagentur zu diskutieren. Da ist man eigentlich relativ offen gegenüber guten Argumenten. Der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist im Zweifel natürlich logischerweise zumindest gegen die Packet Inspection, weil es natürlich den Datenschutz sehr weitgehend tangiert. Nochmal ein Ausdruck aus dem Koalitionsvertrag der CDU, FDP und CSU. Wir vertrauen darauf, dass der bestehende Wettbewerb die neutrale Datenübermittlung im Internet und anderen neuen Medien, Klammer auf Netzneutralität, Klammer zu, sicherstellt, werden die Entwicklung aber sorgfältig beobachten und nötigenfalls mit dem Ziel der Wahrung der Netzneutralität gegensteuern. Also mit anderen Worten, da passiert erstmal nichts. Das war jetzt eine etwas verkürzte Darstellung, aber grundsätzlich erstmal, wir machen da nichts, wir greifen da nicht ein. Wir glauben, dass wenn es verschiedene Angebote gibt, zum Beispiel einen netzneutralen und einen nicht netzneutralen Vertrag, dann kann der Verbraucher ja selber entscheiden, was er denn jetzt gerne hätte. Also der eine, ja, wenn er halt bei dem einen ein bisschen mehr zahlen muss und bei dem anderen ein bisschen weniger, mein Gott, hat der eine halt Internet light und der andere Internet voll. Das regelt doch der Markt, oder? Also da, wenn ihr erstmal aus euren Zwei-Jahres-Verträgen raus seid, dann könnt ihr ja zu dem anderen wechseln. Genau. Wobei das ganz nett ist, also jetzt Telekom-Paket hat auch eine positive Sache. Man muss zukünftig auch mindestens einen Vertrag im Angebot haben, der maximal 12 Monate Vertragslaufzeit hat. Aber das braucht erstmal eine Zeit lang. Bis ja, das wird erst in 2 Jahren umgesetzt an der Stelle. Wissenschaft hat eher die Positionierung Netzneutralität erhalten. Menschenrechtsorganisationen haben logischerweise auch ein Interesse daran, Netzneutralität zu erhalten, weil sie ja ansonsten ihre Positionierung und
Beiträge wahrscheinlich nicht mehr so einfach veröffentlichen könnten. Umweltorganisationen und Gewerkschaften haben wir bislang als Player in dem Bereich noch gar nicht wahrgenommen, würden wir uns aber freuen, wenn die sich dort etwas stärker engagieren würden, denn auch die sind diejenigen, die davon profitieren, dass dieses Netz so unglaublich gleich organisiert ist momentan und strukturiert ist. Und Kulturschaffende, auch für die gilt das Gleiche. Kulturschaffende müssten sich eigentlich auch an dieser ganzen Debatte beteiligen, denn auch für sie ist es so, dass sie niederschwellig ihre Dinge verbreiten können. Für sie ist es wichtig. Und wenn sie dann eben nicht mehr ihre Sachen so einfach verbreiten können, dann ist es schade drum, aber dann ist ihre Wahrnehmung vielleicht auch in null Komma nichts wieder vollkommen dahin. Journalistenverbände sollten natürlich logischerweise auch voll dabei sein. Das sind alles eigentlich auch Aufforderungen implizite an alle, die hier im Raum sind und gegebenenfalls in einer dieser einer Organisation oder zumindest in diesem Umfeld tätig sind, genau darauf hinzuweisen. So, Positionierung weiterhin. Das ist gerade ein bisschen schwierig, was die EU-Kommission angeht. Der ein oder andere hat es mitbekommen, die EU-Kommission ist gerade in Neubesetzung sozusagen. Es gibt ein designiertes Kabinett, was folgende Personen vorsieht. Es gibt eine neue Generaldirektion Digital Agenda mit Nelly Kroes aus den Niederlanden. Die hat sich an manchen Stellen, was weiß ich vorher, DJ Markt, glaube ich. Wettbewerb, genau. Die Competition. Und sie hat da schon ein bisschen, sagen wir mal, an manchen Stellen Zähnchen gezeigt, an manchen Stellen nicht so sehr. Könnte ganz spannend werden, müssen wir ein bisschen schauen. Wettbewerb ist in Zukunft Joaquin Almunia, Markt Michel Barnier aus Frankreich, müsste man sehr aufpassen, was da kommt. Antonio Tajani kann ich überhaupt nicht einschätzen. Bei den Interessenverbänden... Ja, auf jeden Fall, man muss dazu sagen, es gibt auf EU-Ebene gerade auch die Diskussion, ob man nach dem kleinen Desaster im Telekom-Paket, wo man halt AT&T-Positionen durchgestimmt hat, in der zweiten Lesung, nochmal eine eigene Richtlinie macht rund um Netzneutralität. Und das wird jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren kommen. Ja, allerdings muss man sagen, also momentan, also jetzt gerade für genau diesen Moment und die nächsten wahrscheinlich 3 Monate, ist die EU-Kommission eine sogenannte Lame Duck. Da passiert gerade gar nichts, weil alle darauf warten, dass jetzt sozusagen die Anhörung der Kommissare der künftigen durch sind und dann die Kommission, die neue, im Amt ist. Viele der alten Kommissare haben eigentlich schon ihre Koffer in Brüssel gepackt. Also da ist gerade einfach keine Entscheidungsfähigkeit mehr gegeben. Bei den Interessenverbänden ist es ganz spannend zu beobachten. ECO? Kennen, glaube ich, alle hier im Raum, oder? Wer kennt, mal ganz kurz Finger hoch, wer kennt ECO nicht? Ruhig die Finger hoch, okay. Ja, Verband der Internetprovider. Also ja, eher der kleineren, nicht der ganz großen. Ja, ist halt sehr gemischt. Ist entsprechend logischerweise uneinheitlich. Der Bitkom, der Bundesverband der Informationstechnologie und Kommunikationsfirmen, war glaube ich. Also Siemens, Telekom, Microsoft und Co. Ja, also relativ große Player zu einem großen Teil, aber auch kleinere dazwischen. Findet es prinzipiell eher nicht gut, dass ganz wenige ganz viel Traffic verursachen. Das ist jetzt ein bisschen verkürzt, aber ist zumindest die Aussage von Herrn Rohleder. Der Bundesverband Digitale Wirtschaft hat sich dazu unseres Wissens einfach noch gar nicht geäußert, was wir ein bisschen schade finden, denn das sind eigentlich eher so Content-Provider und Ähnliches. Also wir haben nichts gefunden beim Googlen. Ja, unter anderem. Ja, vielleicht. Also es gibt heute einen ganz schönen Artikel bei der NY Times über Search Neutrality, angedocktes Thema. Vielleicht lag es auch nur daran, dass die nicht gegeben war. IFPI, GVU, GEMA und so weiter, also Verwertungsgesellschaften und Rechtsdurchsetzungen, sind selbsterklärend, klar. Kinderschutz hatten wir schon angesprochen, tendenziell gegen Netzneutralität. Verbraucherschutz ist für Netzneutralität. Kleine Erinnerung, ich bin vom Verbraucherzentrale Bundesverband, also sozusagen Verbraucherlobbyist. Forderungen, wenn man es mal versucht zusammenzufassen, das ist ein unglaublich schwieriges Thema und das in Forderungen zu gießen, ist echt schwer. Wir haben es mal versucht. Es ist uns vielleicht nicht 100% gelungen, möchten wir gerne mit euch ganz schnell gleich darüber diskutieren. Ich glaube, uns rennt ein bisschen die Zeit weg. Versuchen wir es mal. Alle Pakete werden gleich behandelt, unbeachtet ihrer Herkunft und ihres Empfängers. Ich sehe noch keinen Widerspruch. Keine vorsätzliche Unterdrückung von Anfragen, keine Diskriminierung und Priorisierung. Betonung auf vorsätzlich. Anwendungen und Dienste dürfen nach eigener Wahl genutzt und ausgeführt werden. Wahlfreiheit bei Netzwerk-, Anwendungs-, Service- und Inhalteanbietern. Recht auf Anschluss zu angegebenem Datendurchsatz und mit eben solcher Qualität. Und siebtens, Provider müssen offen darlegen, ob und wenn ja, wie sie den Netzwerkverkehr verwalten. Netzwerkmanagement zu Spambekämpfung etc. darf nur mit Zustimmung des Nutzers stattfinden. Das ist natürlich ein relativ weit gefasster Teil. Es ist so, das Grundproblem, was wir haben mit Netzwerkmanagement, ist, dass Netzwerkmanagement natürlich eigentlich auch ganz stark im Sinne desjenigen sein kann,
der da am Ende der Leitung sitzt, denn Spam wird heutzutage relativ häufig schon auf Provider-Ebene abgefangen. Ist natürlich auch ein Eingriff in die Netzneutralität. Müsste man schon stark überlegen, ob man das zulässig macht oder nicht, ob Botnetzattacken und so weiter, ob die da rausgefiltert werden dürfen oder nicht. Jeremy Zimmermann hat das hier so zusammengefasst, dass es ausschließlich punktuelle, gezielte und den Nutzer informierende, also den Nutzer bereits informiert habende Maßnahmen sein dürfen. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Formel dafür. Will heißen, nicht, dass man von vornherein pauschal sagt, bestimmte Dinge gibt es nicht, sondern dass man einfach tatsächlich sagt, okay, wenn ein akutes Problem auftritt, dann muss es auch tatsächlich auch auf der Ebene lösbar sein können, aber es muss dann tatsächlich eine Bedrohung für die Netz, also für das Netz sein. Gut, das Warum brauchen wir, glaube ich, gerade gar nicht so wahnsinnig weit nochmal ausführen, haben wir die ganze Zeit gemacht. Worst Case, der Worst Case, den wir uns vorstellen können, ist, dass das Internet eigentlich zum neuen Fernseher wird. Daten von RTL zum Beispiel würden durchgeleitet, Daten von Amnesty.org zum Beispiel oder von dir behindert, es sei denn, du zahlst dafür nochmal extra. Das ist so eigentlich der Worst Case, den wir uns vorstellen können. Was ihr tun könnt, ist in erster Linie momentan ein bisschen Monitoring zu betreiben, tatsächlich mal zu gucken, was passiert eigentlich in dem Bereich, Aufmerksamkeit auf das Thema lenken. Um ein einfaches Beispiel zu machen, fast alle Betreiber von Medienwebsites tracken relativ genau, welche Artikel geklickt werden. Wenn es mal wieder eine über Netzneutralität gibt, klickt drauf. Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dazu in absehbarer Zeit ein zweiter Artikel geschrieben wird, übrigens ziemlich hoch. Also das Problem an dieser ganzen Sache ist, ich weiß es von einer ganzen Menge IT-Journalisten, die versuchen zum Thema Netzneutralität Artikel zu verkaufen. Und in der Regel heißt es dann immer von den Medien, ist uns zu kompliziert, kommt mal wieder, wenn da irgendwann eine Debatte drum entstanden ist. Und das ist gerade das Problem, was halt die großen Telcos ausnutzen, um halt Lobbying zu machen. Solange halt nicht große Medienberichterstattung darum entsteht, entsteht auch nicht so einfach eine große Debatte. Also müssen wir irgendwie schauen, dass wir diese große Debatte anfangen können, dass Medien kapieren, dass das ein Thema ist, über das sie berichten müssen und dass die Politik dann letztendlich kapiert, dass es da auch noch andere Interessen gibt, außer von denen von Telekom und Co. Genau, und genau deswegen ist es wichtig, dass ihr da selbst aktiv werdet, nämlich, wir haben es mal unter bewusstseinsbildende Maßnahmen zusammengefasst. Wenn ihr in irgendwelchen Organisationen seid, wenn ihr bei irgendwelchen Organisationen Mitglied seid, bei denen ihr glaubt, die könnten in irgendeiner Form vom Netz profitieren, also beziehungsweise bei denen ihr glaubt, dass sie momentan vom Netz profitieren, macht ihnen klar, dass genau das ein Ende haben könnte, macht ihnen klar, dass sie sich dafür einsetzen sollen und sei es halt nur mit einer kleinen Unterschrift unter irgendeinem Brief oder das kriegt man schon alles hin. So, Politiker sind natürlich hervorragende Zielgruppe dafür. Politiker sind vielseitig interessiert, insbesondere für Sorgen und Nöte ihrer Mitbürger respektive ihres direkten Wahlvolkes. Ob sie das dann entsprechend, grundsätzlich interessiert erstmal. Ob das dann entsprechend umgesetzt wird, hat natürlich mit vielen anderen Interessen auch wieder zu tun. Aber gut, zuhören tun die meisten davon schon. Es lohnt sich tatsächlich, das Gespräch zu suchen. Es ist definitiv die beste Wahl, das persönliche Gespräch zu suchen. Die zweitbeste Wahl ist, einen Brief zu schreiben. Nein, keine E-Mails. Ein Brief. Der macht nämlich wirklich haptisch Arbeit. Also ihr könnt E-Mails ausdrucken und dann einen Briefumschlag tun und hinschicken. Auch eine Möglichkeit. Auch schön nach wie vor das sogenannte Fax. Firmen, bei denen ihr arbeitet, auch für die ist sehr, sehr häufig Netzneutralität wichtig. Redet mal darüber, einfach in der Firma, redet mal mit eurem Chef darüber, warum Netzneutralität für ihn vielleicht die Basis seines Geschäftsmodells sein könnte. Privates Umfeld, auch da gibt es sicherlich jede Menge Menschen, die tatsächlich eigentlich ein Interesse daran haben müssten, dass das Netz neutral bleibt, ob das jetzt eher BitTorrent als Grund ist oder ob das jetzt eher die eigene kleine Popel-Website ist, auf der man seine drei Leser hat. Aber man macht es ja genau für die drei Leser und wenn die nicht mehr kommen könnten, hätte man ein Problem und wenn man sich das nicht mehr leisten kann, dass die kommen, dann sowieso. Ja, Journalisten hatten wir schon. Und warum wir das halt auch gezeigt haben, bewusstseinsbildende Maßnahmen. In den USA gibt es ein Vorbild für eine Netzneutralitätskampagne und das ist SaveTheInternet.com. Die haben es geschafft, das Thema richtig auf die politische Agenda zu bringen und die haben es geschafft, ein Regenbogenbündnis auf die Beine zu stellen, wo halt von linken, schwarzen, alleinerziehende Mütter bis rechte, weiße Waffenbesitzer eigentlich so gut wie jede gesellschaftliche Gruppe drin organisiert war.
Und wo man halt tatsächlich mal gezeigt hat, in der Netzneutralitätsdebatte gibt es eigentlich nur zwei Fronten. Auf der einen Seite stehen die Netzbetreiber mit ihren Interessen. Und auf der anderen Seite stehen alle anderen, also das sind die Inhalteanbieter, das sind die ganzen Nutzer, das sind die Applikationsentwickler, also die ganzen Leute, die das Internet bevölkern und mit Leben füllen. Und das brauchen wir eigentlich auch in Deutschland. Und das versuchen wir. Genau, da arbeiten wir dran und wir hoffen, dass ihr da auch mit dran arbeitet. Also Markus mit seinen Mitteln, ich mit meinen Mitteln. Letzten Endes, da ist das inzwischen angekommen, an diesem schönen Platz, denn wie gesagt, es ist von EU-Ebene jetzt eigentlich auf nationale Ebene delegiert worden im Zuge des Telekom-Paketes. Muss man mal schauen, sozusagen, was da machbar ist. Wir haben schon gesehen, im Koalitionsvertrag gibt es dazu eine Passage, will heißen, es gibt zumindest ein paar Menschen, die an dem Ding mitgeschrieben haben, die sich dieses ganzen Themas durchaus bewusst sind, dass es existiert. Also wir wollten eigentlich eine Kampagne präsentieren, aber wie das immer so ist, der Freiwillige, der das Design machen wollte, ist abgetaucht. Jetzt macht es ein anderer. Aber deswegen können wir es hier noch nicht präsentieren. Auf jeden Fall offenesnetz.de wird so eine der Kernplattformen sein, wo wir auch viele Informationen für verschiedene Zielgruppen niedrigschwellig bereitstellen wollen, wo wir auch verschiedenste Angebote zum Mitmachen drauf haben werden. Und die wird halt ja im Januar starten, sollte eigentlich jetzt schon laufen. Also die Domain, da gibt es noch nichts, nicht drauf gucken. Kannst du mal eine Umleitung zur Netzpolitik draus machen. Gut. Also, soweit erstmal ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und wir haben natürlich ein totales Zeitproblem, war ja klar von vornherein, sind ja auch ein bisschen später gestartet als eigentlich beabsichtigt. Nachfragen dürfen allerdings gerne auch auf diesen Wegen gestellt werden, aber jetzt natürlich auch gerne gleich direkt noch ganz kurz, ich weiß nicht, wie viele Sekunden haben wir noch? Also, eine. Wir sind ein bisschen später gestartet, also ich würde sagen, für ein, zwei sehr kurze Fragen hätten wir noch Zeit. Bitte an das Saalmikro dort hinten. Okay, da sehe ich auch schon ein Gesicht am Saalmikro. Telekom-Spruch war früher, fasse dich kurz. Ich habe einfach mal eine Frage, wie steht ihr zum Thema Traffic Shaping, wenn es dann auf Router-Ebene runtergeht? Was mache ich, wenn das Netz anfängt, eine Last von über 70% zu machen, will ich dann allen Verkehr gleich behandeln oder sage ich Real-Time-Traffic zuerst, Datenpakete, FTP und so weiter vielleicht dann doch erstmal verwerfen? Also ist klar, wenn ich eine Webseite habe, dass egal sein sollte, welche Webseite, sollte immer gleich behandelt werden, aber was mache ich auf der technischen Ebene, wenn die Last im Netz einfach zu hoch wird? Sagt ihr da auch absolut Antwort, neutral? Temporär. Okay, wenn das Problem jeden Tag auftritt, dann solltest du oder sollte deine Firma sich mal um bessere Leitungen kümmern. Denn dann hast du offensichtlich ein Angebot gemacht, was du gar nicht einhalten kannst. Okay. Ich habe zwei Aufmerkungen. Die Kommissar Frau Kroes, ich glaube, dass sie eine sehr liberale Frau ist, die beim Ihnen die neutrale Netzpolitik eine gute Ohr hat. Sie ist älter, sie hat sehr viel Erfahrung und weiß auch, was wichtig ist im Leben. Hat sehr viel Fehler gemacht, aber heutzutage glaube ich, dass sie sehr eine gute Rolle spielen kann in diese neutrale Netzpolitik. Gut, da sind wir mal sehr gespannt. Dann über die große Koalition von rechts nach links. Vor zwei Jahren war in dieselbe Sache hier eine holländische Lobbyist, Arjen Kamphaus, der hat in Holland hier eine gute Lobby gemacht für offene Software. Ich glaube, es wäre gut, wenn Sie diese wieder angucken, wie er das gemacht hat. Er war sehr successful in den Niederlanden. So, er hat da viel. Das war eine gute Idee. Und dann habe ich noch eine kurze Frage, zum Beispiel mit den Mobis. Da gibt es das Network, ist sehr beperkt. Ja? Es gibt nicht so viel. Die Daten sind sehr, sehr beperkt. Was glauben Sie, dass das eine Möglichkeit wäre? In den Niederlanden kann man zum Beispiel bis 2 Megabyte oder Gigabyte, glaube ich, weiß nicht. Und nachher wird hier weniger Traffic durchgelassen werden, in jedem Monat. Wäre das eine gute Idee? Was glauben Sie davon? Naja, also offensichtlich ist es keine gute Idee, insofern, als dass man ja eben wieder da eine Leistung verkauft hat, die man nicht erbringen kann. Also sozusagen, wenn ich wirklich dieses Problem habe, dass ich regelmäßig mehr Datenvolumen verkaufe, als ich tatsächlich liefern kann,
dann habe ich irgendwas falsch gemacht bei meinem Geschäftsmodell. Ich glaube, er meint Geschäftsmodelle wie UMTS hier in Deutschland, dass so halt 5 Gig. Ja, also das ist natürlich, also wenn man sagt, man macht ein Volumenflat, also eine volumenbegrenzte Sache, einen volumenbegrenzten Tarif, dann weiß ich als Verbraucher ja auch, dass ich sozusagen einen volumenbegrenzten Tarif habe. Also da lasse ich mich dann drauf ein. Es ist natürlich sagen wir mal, wünschenswert, dass die Provider dann darauf hinweisen, wann diese Grenzen denn in etwa erreicht sind, damit man damit selber haushalten kann. Einerseits das, andererseits, dass sie halt nicht die Kunden verarschen, indem sie das Flatrate nennen. Gut, okay, gut. Herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende. Bitte kleinen Applaus für die...